Yo Leute, Hobbitural Gamer Engineers. Leute, ich muss leider den Spielstand jetzt neu laden. Ich habe nämlich versehentlich, als ich gespeichert habe, geschossen. Blocken. Eh zum Blocken. Ih, was ist das für eine Kralle? Ja. Ich habe wirklich versehentlich geschossen, ich Idiot. Falsche Taste gedrückt. Das funktioniert nämlich auch mit einem Rechtsklick. Ich muss nämlich immer die Fenster tauschen, also jetzt auf meinem Fernseher sieht das Ganze anders aus. Ich möchte es allerdings nicht mit Camtasia aufnehmen, weil das ein wenig schwieriger ist. Was musste ich hier denn finden? Mein PC ist auch gerade extrem laut. Fällt mir so auf. Und ich glaube, Audio City nimmt auch nicht ganz korrekt auf. Muss ich ein bisschen stärker machen. Sorry, die kleine... Kann ich eigentlich auf die... Nein. Sehr suspekt. Auf alle Familienmitglieder kann ich schießen, nur auf sie nicht. Warum nicht? Boing. Ah, Kanonenmunition. Was findet sich hier sonst noch? Ach ja, ich habe unterwegs auch eine flüssige Chemikalie gefunden. Die haben wir übersehen. Oh, da ist Kraut. Habe ich noch ein Heilmittel? Okay. Ich stelle trotzdem aber ein Heilmittel her. Wisst ihr, was witzig ist? Man kann von hier aus auch auf sie schießen. Das habe ich mal probiert. Ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder nicht. Oder schon, oder was weiß ich. Aber de facto, bei mir ist es gegangen. Eigentlich soll es ja nicht gehen. Aber ich habe hier, glaube ich, zwischen den beiden hier durchgeschossen. Also so. Und das geht tatsächlich. Aber jetzt weiß ich wieder, was wir machen müssen. Pfui, ist das eine Soße. Ja, genau. Pistolenmunition. Hm? Ja, wir schmeißen eine Münze ins Klo. Wie wir in Österreich dazu sagen, das Wunschheisel. Nicht der Wunschbrunnen, das Wunschheisel. Ja. Da gibt es auch noch... Ach nö, es ist ja leer. Sind das Medikamente? Die sollten die mal dringend... Okay, spritzt es euch. Spritzt euch alles. Sehr wunderbar. Schauen wir mal, ob wir hier einen Mr. Everywhere haben. Also. Den haben wir schon. Okay, gut. Hier im Badezimmer selbst gibt es nichts. Jetzt erinnere ich mich noch, kommt gleich Jack. Ja, der lebt auch noch. Höllische Sachen nicht. Das Salz ist krass zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Deine Gabe kannst du dir wo sonst wo hinkleben. Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Wodurch ist in der Scheiße stecken? Ja, und zwar gewaltig. Moment. Habe ich nicht auch noch so... ich weiß, wie man ihn loswerden könnte. Aber mich interessiert erst vorläufig mal was anderes. Nein, das nicht. Also, Jack Baker kommt niemals hierher. Also hierher kommt er nicht mehr. Das ist schon mal klar. Aber ich glaube, dieses Uhrpendel konnte man doch hier einsetzen, oder? Ja, konnte man.
Da ist es. Weißer Hundekopf. Sieht für mich nicht so weiß aus, aber... Was? Der folgt mir aber nicht in den See. Wo ist er hin? Wo ist der hin? Vor allem, ich habe auch irgendwie gar keinen Schaden genommen. Was sollte das denn? Was zum Teufel sollte das? Der Hell? Ist er nicht ganz dicht? Ich hab doch keinen Schaden genommen. Oder ist es nur so ein... Der kommt doch hier raus. Ich dachte, auf normal kann er das nicht. Wo ist mein Slider, Ethan? Da bist du. Ja, sicher vor dir. Och nö, 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 nö. Oh! Boah, scheiß Inventar! Ich bin ein alter Mann, Junge! Du kannst es nicht mit einem alten Mann aufnehmen? Alter, renn um dein Leben! Geh, 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 renn, 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 renn! Renn so weit du kannst. Ach du Scheiße. Von wo aus kommt der? Er ist da vorne, gut. Er rennt nicht so schnell wie ich. Das heißt, ich komme hier eigentlich ohne weiteres auch wieder raus. Ah, den Jumpscare, den hatte ich bisher noch nicht. Jetzt gehe ich erstmal diese dämliche... Ach ja, wegen der scheiß Holzstatue konnte ich das jetzt nicht... Scheiße, wo ist die? Da. Gut. Was muss ich denn diesmal nachmachen? Ein Adler. Hm? Okay. Das ging erstaunlich schnell. Das ging erstaunlich schnell. Wer baut diesen Mist? Das fragst du den Falschen. Na, geh durch. Das fragst du wirklich den Falschen. Hm? Hier war, glaube ich, auch ein Mr. Everywhere, oder? Ja. Hm? Eine flüssige Chemikalie hat doch jeder im Kühlschrank, oder? Hm. Sieht ja komisch aus. Hier ist ein Kraut. Da liegt Kanonenmunition. Diesmal was im Klo. Naja. Ist da wieder ein Dietrich drin? Pfui Teufel. Aber so einen Kasten haben wir schon mal gesehen. Nö, hier ist nichts. Wohnen hier Kinder? 14. Juni, Mann und Ehefrau im Urlaub, der Mann war ein Erfolg. 1.12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli, drei College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot.
13. August, obdachloser Mann. In 3 Tagen gewandelt, er ist der 13. Gewandelt? Was heißt gewandelt? Wieso gewandelt? Schlafwandeln werden die ja hoffentlich nicht. Könnten die Opfer sein, ja. Was zur Hölle? Was ist denn das jetzt? Ja, verteidig dich halt! Boah! Ethan, du machst mich fertig. Vor allem, weil ja er alle Shortcuts durchgeht. Es ist leider so wie in Resident Evil, oder Gott sei Dank in Resident Evil 5. Man kann sich zwar bewegen, während man zielt, aber leider halt nur sehr langsam. Also man muss wirklich, ja. Tch, da gehe ich bestimmt nicht runter. Oh, ein Safe Room. Geil. Habe ich irgendwas Unnützes dabei momentan? Ja, den Scheiß. Flintenmunition bringt das momentan noch gar nichts. Was ist das? Sie suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs. Oder Reliefs, oder keine Ahnung, wie du das aussprichst. Finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich kann einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den. Er ist der Schlüssel, um hier rauszukommen. Oh. Irgendwas stimmt hier mit mir nicht. Es muss eine Mist liegen, den sie mir reinwürgen. Wenn ich schon draufgehen muss, will ich zumindest im Kampf untergehen. Ich werde mir die Flinte schnappen, die ich im Freizeitraum gesehen habe. Die werden noch bereuen, was sie mir angetan haben. Du musst hier rauskommen. Ich liebe dich, Courtney. Liebe Travis. Moment, Travis stand doch gewandelt. Konnte man wirklich so oft speichern? Wusste ich gar nicht. Ist hier was drin? Ja. Moment, kam hier nicht auch so ein Idiot aus dem... Ich glaube schon. Jo. Hier kam auch so ein Dreckstep hierher. Ich glaube aber, den Trick gab es nicht nur so. Hier kommt doch auch irgendwo einer. Bestimmt. Steht da was hinter mir? Nö. Ist hier sonst noch... Hm? Oh. Cool. Da kommt doch bestimmt irgendwo einer. Ich höre ihn ja sogar schon. Oh, Skorpionsschlüssel? Was? Was zum Teufel? Dietrich. Schatzfoto. Mann, was ist hier für Scheiß? Na gut, Ethan, friss das Kraut. Weil ja sowieso noch eins ist. Scheiße, ich glaube, ich bin voll. Nö, bin ich nicht. Sieh einer an. So, aber jede Wette, dass da jetzt was runterkommt, Leute. Das ist ja...
War klar. Das war ja leicht. Ja, komm. Scheiße. Na, einer ging daneben. Na, was soll's. Ist mir egal, ist mir sowas von egal. Wie viel habe ich denn schon auf der Uhr? So wenig erst. Ich muss nämlich immer wieder nachschauen, aber das soll jetzt den Spielfluss nicht wirklich stören. Meine Nase juckt, ne? Eine weitere antike Münze. Moment. Das brauchen wir jetzt momentan auch nicht. Das auch nicht. Aber Moment, das... Warte mal. Das Foto kenne ich schon, ja. Da weiß ich schon noch, wo das ist, glaube ich zumindest. Auf dem Schatzfoto sieht man hier nämlich... Achso, da geht's rein. Da kann ich auch gleich den Kasten aufmachen, der mir hier fehlt. Habe ich ernsthaft geschossen? Achso. Steroide. Ja, werden hier äußerst wichtig. Ja. Ja. Gut. Den Rabenschlüssel bekommen wir noch. Also die Türen sind markiert. Also Skorpione für den Skorpionschlüssel, Raben für den Rabenschlüssel. Es gibt 3 oder 4 insgesamt. So genau weiß ich das auch nicht. Na komm schon. Benutzt das mal. Danke. Vor allem jetzt können wir uns, glaube ich, auch die Flinte holen. Ach ja. Da ist ja Jack Baker noch drinnen. Glaube ich zumindest, dass der da ist. Kann er jetzt da raus oder was? Ich gehe von oben rein. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ich glaube, da drinnen sieht er mich nicht. So. Defekte. Oh, scheiße. Warte mal. Ich bin es leid, die ganzen Scheiße immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, verstecke ich die Hundekopfreliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Stando im Wohnzimmer, Buch im Freizeitraum, Zerlegungsraum im Keller. Ja, wofür ist denn das gut? Die Gabe ist alles, was ich brauche. Scheiße. Okay. Wie sagt man so schön? Einmal Familie, immer Familie. Nicht immer. Steht der jetzt hinter der Tür oder was? Nö, nee, tut er nicht mal. Buch im Freizeitraum, welches Buch? Wo liegt das? Hier gibt's mehrere. Ah! Ist hier was drin? Oh, Schießbücher. Ich sehe den Kerl, ich sehe den Kerl. Weg, 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 weg. Es ist vorbei, Junge.
Lauf, 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 lauf. Oh, shit, ich kann das, glaube ich, jetzt nicht nehmen. Ich craft mir einmal Kanonenmunition und fress das Kraut. Shit. Moment. Hm. Ich gehe nochmal kurz zum Safe Room und leg dort was ab. Dann können wir uns endlich die Flinte holen. Dauert eh nicht lange, also schneiden ist jetzt nicht wirklich notwendig. Es sollte auch so hinhauen. Ich wünschte, ich hätte nur den anderen... Kacke, der Kasten dort oben. Ja. Den brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Der bringt uns erst später was. Den Skorpionschlüssel, brauche ich den nochmal? Glaube nicht. Nö. Es ist eh egal, ich kann die Objekte eh alle nachher nochmal mitnehmen. Hier kommt Baker aber trotzdem nicht rein. Also, es gibt gewisse Bereiche im Haus, wo man sicher ist vor ihm. Das betrifft erstens die Safe Rooms und zweitens... Lad die Flinte auf, gut. Also hier könnte man diese Hundeköpfe einsetzen, das bringt aber rein gar nichts. Gibt's hier irgendwie was? Was man übersehen hätte? Okay, gut, nein. Also im späteren Spielverlauf, also außerhalb der Häuser, gibt es nur 4 Münzen. Das heißt im Teil 2, das heißt wir müssen bevor wir Jack Baker endgültig besiegen, müssen wir auf jeden Fall 15 gefunden haben. Das ist eine beträchtliche Menge, wenn man das bedenkt. Das, ja. Habe ich eigentlich Flintenmunition eingelagert? Ich könnte schwören, ich hätte da mal was hineingetan, weil ich ja die noch nicht brauchen konnte. Die erweist sich jetzt natürlich als äußerst praktisch. Ja, einmal Flintenmunition. Das gibt mir einen Schlüssel. Brauche ich den wirklich noch? Muss mal kurz überlegen. Keine Ahnung, ab in den Keller. So, keine Ahnung, ob ich hier noch was übersehen habe. Wenn ja, haben wir das gleich. Moment mal. Boah. Was? Die Flinte one-shotte die? Auf normal? Euer Ernst? Kann die das wirklich? Ich weiß nicht, ob es leichter ist, mit dem Messer probiert. Travis, Lara. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch noch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3 Ohren und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Lukas. Ja, der Handabdruck ist hier. 3A. Lara. Travis. Travis ist der da ab. Und William? Nö. Sean? Gar nichts. Ah, Tamara. Der ist jetzt sicher molded, oder? Und ein stärkerer noch dazu. Komm her. Komm her. Das ging schnell.
So, ich glaube, ich habe hier aber noch einiges übersehen. Bestimmt. Schießpulver. Ist hier was drinnen in den anderen? Bitte kein Molded. Okay. Nö. Hier war gar nichts. Verbesserte Pistolenmunition. Nö. Lieber nicht. Aber Leute, was ich schon lieber tun würde, ist den Part zu beenden. Habe die Game Engineers. Bis zum nächsten Mal.